In diesem Video möchten wir den täglichen Funktionstest des Corpulse 3T zeigen. Dazu wird das Gerät einmal angeschaltet. Was wir sehen können ist, dass der Startbildschirm erscheint und das Gerät einen Selbsttest durchführt. Das Drehdrücker hat kurz aufgeleuchtet. Wir sehen jetzt den Startbildschirm mit der Akkukapazität und dass alle drei Module verbunden sind hier oben rechts in der Statusanzeige. Als erstes erfolgt nun der Verbindungstest der einzelnen Module. Dazu kann man hier oben rechts beobachten, dass alle drei Module erkannt wurden und durch dicke weiße Balken verbunden angezeigt werden. Sobald ich die Module jetzt trenne, ändert sich der weiße Balken zu einer Wellenform. Jedoch werden noch alle Module erkannt. Konnektiere ich die Module wieder, sind wieder zwei weiße Balken zu erkennen. Im nächsten Schritt führen wir die Funktionskontrolle des Defibrillators durch. Dazu haben wir drei verschiedene Testmöglichkeiten. Wir haben einmal den Testload, der als reiner Widerstand dient, die Testbox, mit der man auch zum Beispiel im monatlichen Test die EKG-Kabel mit kontrollieren kann, oder den Corpulse-Simulator, der darüber hinaus auch die Möglichkeit besitzt, verschiedene EKG-Rhythmen einzuspielen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Funktionskontrolle mit Hilfe des Testload durchzuführen. Dazu schließen wir den hinten in die Therapiebuchse an. Anschließend fragt das Gerät ein, ob man diesen Einsatz jetzt als Test kennzeichnen möchte. Das möchten wir, das heißt, wir drücken auf Ja. Um anschließend die Energie zu wählen, wählen wir erst manuell Rhythmuskontrolle durchführen und reduzieren die Energie jetzt auf 50 Joule. Bestätigen durch Druck, laden und geben den Schock ab. Es erscheint keine Fehlermeldung auf dem Display, was heißt, dass der Test erfolgreich durchgeführt wurde. Als nächsten Funktionstest möchten wir prüfen, ob der Drucker einwandfrei funktioniert. Dazu eignet sich hervorragend der Ausdruck eines Screenshots. Den kann ich erzeugen, indem ich 3 Sekunden auf das Druckersymbol drücke. Danach wird der Screenshot automatisch gedruckt. Hier kann ich wunderbar beurteilen, ob das Druckbild einwandfrei ist und ob ich keine roten Streifen erkennen kann, der anzeigen würde, dass das Papier bald zu Ende geht. Ebenfalls erkennen kann ich hier oben den Akkuladestand aller drei einzelnen Module. Im nächsten Schritt überprüfen wir die Energieversorgung des Corpulse 3T. Hierzu haben wir bereits gerade gesehen, dass wir die einzelnen Module oder die Ladestände der einzelnen Module bereits auf dem Screenshot oben erkennen können. Diese sollten jeweils mindestens 30% betragen. Was wir ebenfalls überprüfen, ist, ob die Ladung funktioniert. Das heißt, wir konnektieren das Gerät entweder mit dem Netzteil oder mit der Ladehalterung. Daraufhin sollte sowohl die LED hier oben angehen, als auch das Steckersymbol im Display erscheinen. Neben dem Steckersymbol sehen wir jetzt auch nochmal den Ladezustand in Prozent. Wenn ich jetzt das Netzteil wieder entferne, erlischt die LED und die Anzeige verschwindet kurze Zeit später. Stattdessen steht dort jetzt auch die Restlaufzeit in Minuten. Diese sollte mindestens 120 betragen. Die Funktionskontrolle ist soweit abgeschlossen. Jetzt erfolgt die Sichtkontrolle und ein Check des Zubehörs. Vorneweg, wenn es mit der CF-Karte Probleme geben sollte, wenn die voll ist oder fehlt, wird sie angezeigt hier im Monitor. Wenn ich sie wechseln möchte, befindet sie sich auf der linken Seite in der Innentasche. Ich schalte den Monitor jetzt aus und werde es gleich dreiteilen. Vorneweg, wir werden nicht näher auf das Zubehör eingehen, nachdem hier viele Variablen und ausstattungsspezifische Unterschiede bestehen. Dementsprechend, je nachdem, was ihr vorhaltet draußen, checken. Kleiner Hinweis an der Stelle, insbesondere die Therapieelektroden sollten doppelt vorhanden sein, unbeschädigte Verpackung und nicht abgelaufen. Ich teile das Gerät jetzt in 3 Teile und führe eine kurze optische Prüfung der einzelnen Module durch und achte hierbei auf äußere Beschädigungen, sonstige Abplatzungen oder Risse. Scheint nicht der Fall zu sein und es sieht alles so aus, wie es aussehen soll. Wir haben jetzt den täglichen Test erfolgreich abgeschlossen und müssten das Ganze nur noch nach lokalen Standards dokumentieren. Den ausführlichen Test, auch für sonstiges Zubehör wie zum Beispiel Hardpedals, findet ihr natürlich auch in der Gebrauchsanweisung. Hier findet ihr ebenfalls auch die Liste für den monatlichen Check, auf den wir jetzt gar nicht weiter eingegangen sind. Nachdem wir wieder bereit sind,
das Gerät auch wieder zusammengebaut ist, sind wir bereit für den Einsatz. Wir hoffen, ihr auch und dann bis zum nächsten Mal.